Neulich bin ich in München gewesen. Und da bin ich mit meinem Auto an der Ampel gestanden. Und das war wirklich Wahnsinn. Ich habe meine Mützen aufgehabt und meine Sonnenbrühen. Kurz vor Weihnachten war es. Es hat leicht geschneit. Ich habe mein Verdeck offen gehabt. Ja, das tue ich gern. Das tue ich gern. Ich fahre gern bei Schneetreiben. Wenn du so richtig wisst, schon so 0 Grad, 1 Grad unter 0, dann kommt der glitzerige Schnee da oben. Dann fahrst du da mit deinem Auto. Das ist geil. Die Straßen sind leicht weiß. Das ist total. Natürlich vermutet man das Extremste, wenn einer kurz vor Weihnachten mit offenem Verdeck irgendwo an der Ampel steht und hat eine Mütze auf. Das ist ja ganz klar, du vermutest eigentlich dieser Massenmörder, der nicht auffallen mag. Ja. Also ein Polizist muss natürlich da ratter, dann tippt er ein seinen Computer, dann sieht er ein Bild, ja, das ist er. Und dann haben sie den Leersatz drauf, fahren Sie mal rechts ran. Ich sage, aber der für links auch stehen. Fahren Sie rechts ran! Ich stehe da an der Ampel. Die Ampel wird grün, ich fahre los, die Schneeflocken ziehen vorbei, die Heizung war volle Pulli eingeschaltet praktisch. Es ist alles 1,5 Meter vor ums Auto rum geschmolzen. Fahr bis zur nächsten Ampel, die Polizei fährt neben mir her, ganz brav. Ich hab schon gesagt, keinen Blickkontakt. Habe ich zu mir selber gesagt, keinen Blickkontakt. Weil immer wenn ich Polizisten in die Augen schaue, dann fühlen sie sich bedroht. Ich habe gesagt, keinen Blickkontakt. Aber nach der dritten Ampel habe ich dann einfach einmal hinübergeschaut. Und das war wirklich mein Fehler, ich hätte es aushätten sollen. Ich schaue so hinüber, einer hat gleich zuckt und hat gesagt, rechts ran! Dann habe ich gesagt, das geht jetzt nicht, weil da neben mir auch noch eine Spur ist. Da muss ich praktisch diese Leute da belästigen. Fahren Sie rechts ran! Sag ich, ja, schauen wir mal, vielleicht geht's bei der nächsten Ampel. Dann bin ich losgefahren. Nächste Ampel. Dann haben sie das Blaulicht eingeschalten. Dann bin ich rechts rangefahren. Und wie sie praktisch am Ausrollen sind und ich, habe ich auf den Knopf gedrückt, dann ist mein Verdeck so zugegangen. So, und die Scheiben sind automatisch drauf. Dann habe ich gesehen im Rückspiegel, wie es beide aussteigen. Einer links, einer rechts. Und dann habe ich was gemacht, was für einen Polizisten ein Wahnsinn sein muss. Ich habe ganz schnell meine Türknöpfe hinunterdruckt. Und habe so da, wie wenn ich meine Fußmatten noch schnell sauber einrichte, einen Aschenbecher zugemacht, Handschuhe auf und zu gemacht, Handschuhfach auf und zu. Und dann bin ich plötzlich, sehe ich das da, und dann habe ich es gleich so gemacht. Der auf der rechten Seite hat sich natürlich gleich an den Türgriff gegangen. Er hat zum Rütteln angefangen an meinem Türgriff. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat er ein Türgrifftrauma gehabt oder er hat früher bei BMW gearbeitet am Fließband und sagt, scheiß Türgriff und so, verstehst du? Vielleicht hat ihn auch der Vater mit einem Türgriff als Kind misshandelt und es sagte sie, immer wenn ich einen Türgriff ziehe, dann reiß ich ihn raus. Weil er gegen Vater hat er sich nicht wehren können und der Türgriff, der tut nichts. Oh, fangt da zum Rütteln an. Ich schaue so um mich. Ich habe ja bloß bis daher gesehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass der einen Kopf hat. Ich habe einen da schon her. Ein grüner Rüttler. Angenehm, habe ich gesagt. Auf der linken Seite klopft es am Fenster. Steht er da, der Herr Oberhauptkommissar Spezial, Ausbildungskommandeur. Und ich habe innen in meinem Auto so eine weiße Markierung mit so einem Filzstift, habe ich mir nicht gemacht. Das sind genau 11 Zentimeter. So weit habe ich das Fenster aufgemacht. Falls Sie meinen Verbandskasten kontrollieren, dann passt der da durch. Und mit dem Kopf ist er nicht reingekommen, weil das haben sie noch nicht fertig gebracht beim Klonen. Das so 11 cm Schädel klonen, weißt du schon. Und dann tue ich einfach bloß nur 10 cm. Dann rennt er mit die Arbeitsschlägerei um. Hängt er dort und kommt nicht rein. Klopft er an. Ich habe mein Fenster auf so weit. Und dann sagt er zu mir, in verständlichem, akzentfreien Deutsch, Fahrzeugkontrolle, bitte steigen Sie aus. Und er hat weiter gerüttelt drinnen, verstehst du? Und die Tür ist okay, er hat den Türgriff misshandelt und vergewaltigt. Und irgendwann nach 10 Minuten habe ich gesagt, hey, sag einmal, weißt du, was das bedeutet, wenn ein Auto eine Zentralverriegelung hat? Das ist der Kopf so langsam runtergekommen. Alles reingeschaut beim Auto. Hey, habe ich gesagt, du hast ja einen Kopf. Dann hat er gesagt, was? Ich habe gesagt, weißt du, was das bedeutet, wenn ein Auto Zentralverriegelung hat? Das bedeutet, wenn du jetzt übers Autodach schaust, schau mal, habe ich gesagt, schau mal, steht der Kollege nur draußen.
Ja, habe ich gesagt, ja, dann kannst du auch noch nicht rein. Meine Grüßel. Wer auf der linken Seite hat das zweite Mal zu mir gesagt? Fahrzeugkontrolle. Steigen Sie aus.